Ja, lass uns fortsetzen, das Thema Matthäus 24. Und da lesen wir jetzt Lukas 21, Vers 24. Ich möchte diesen Vers dann mit einem Vers aus der Offenbarung vergleichen. Darin kommen vier Begriffe vor, auf die wir besonders achten sollten bei diesem Vers. Es dreht sich in diesem Vers hier jetzt bei Lukas um die jüdische Nation. Und da steht nun Folgendes. Und sie werden fallen durch die Schärfe des Schwertes und gefangen weggeführt unter die Völker. Und hier kommen jetzt die vier Begriffe. Und Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden, bis die Zeiten der Heiden erfüllt sind. Also vier Begriffe. Erstens Jerusalem, zweitens zertreten, drittens durch die Heiden zertreten natürlich. Viertens, die Zeiten der Heiden erfüllt. Gehen wir jetzt zur Offenbarung Kapitel 11. Übrigens, ich will damit auch deutlich machen, dass wir im Zusammenhang mit Matthäus 24 auch die Offenbarung studieren sollten. Genau genommen ist das Buch der Offenbarung ein Kommentar zu Matthäus 24. Wir werden also jetzt auch immer die Offenbarung mit einbeziehen. Lesen wir Offenbarung Kapitel 11, Vers 1, 1 bis 3 können wir lesen, also 2 bis 3. Aber den äußeren Vorhof des Tempels lass weg und miss ihn nicht, denn er ist den Heiden gegeben. Und die heilige Stadt werden sie zertreten 42 Monate lang. Und ich will meinen zwei Zeugen Macht geben und sie sollen weissagen 1260 Tage lang, angetan mit Trauerkleidern. Was sind die Zeiten der Heiden? Bei Lukas, wenn man jetzt das liest, es sind die 42 Monate. Habt ihr die Übereinstimmung jetzt mit Lukas 24 bemerkt? Also, die heilige Stadt hat er genannt, wird zertreten von den Heiden, bis die Zeit der Heiden erfüllt ist. Und Offenbarung. In der Offenbarung steht, dass die Heiden, Punkt 1, die heilige Stadt, Punkt 2, zertreten werden, Punkt 3, für 42 Monate. Die Zeit der Heiden währt also 42 Monate. Ihr könnt das alles nur wissen, wenn ihr Lukas 21 mit dem Buch der Offenbarung vergleicht. Und so seht ihr, wir sollten also nicht nur Matthäus 24 sorgfältig studieren, sondern auch mit Markus 13 vergleichen. Dann sollten wir es in Verbindung mit Lukas 21 lesen und alles dann mit der Offenbarung vergleichen, was die uns dazu zu sagen hat. Ich hoffe, ihr habt das jetzt erkannt, wie wichtig es ist, alle Evangelien zusammenzunehmen in Bezug auch zur Offenbarung. Und so können wir ein wunderbares Studium über die Endzeit beginnen, indem wir dieses Faktum berücksichtigen, Faktum 3. Bevor wir zu Faktum 4 kommen, sollte das noch mal klar sein.